Die westfälische Stadt Hagen in den 1950er Jahren. Wie erlebten die Hagener Bürgerinnen und Bürger den beginnenden Wirtschaftsaufschwung? Ein Film aus dem Jahr 1953 rückt Geschäfte, Unternehmen und Industrie ins Bild. Der folgende Werbefilm aus den frühen 1950er Jahren porträtiert Hagen und zeichnet das Bild einer modernen und fortschrittlichen Stadt im Wiederaufbau. So bewirbt der Film Hagen zum einen als attraktive Einkaufsstadt, zum anderen als lukrativen Wirtschaftsstandort. Solche Stadtwerbefilme waren in den 1950er Jahren übrigens nicht ungewöhnlich. Viele größere Kommunen gaben Imagefilme in Auftrag, die oft unter dem Label Kulturfilm liefen und deshalb keine direkte Werbung enthalten durften. Der Hagen-Film drehte den Spieß jetzt aber um. Die Bewerbung der lokalen Unternehmen steht hier im Mittelpunkt. Die Stadt bildet den Rahmen dafür. Trotz dieses klaren Werbeauftrags wurde der Film ebenso aufwendig und professionell gedreht wie ein klassischer Kulturfilm. Produziert wurde der Film von der Hamburger Firma Schrader Film. Auftraggeber waren die Sparkasse Hagen sowie Unternehmen des lokalen Einzelhandels. In den Jahren 1953 und 1954 lief der Film in den Lichtspielhäusern Hagens als Vorfilm zum eigentlichen Programm. Schaut rein und macht euch selbst ein Bild von Hagen in den 1950er Jahren. Hier am Zusammenfluss von Ruhr und Lenne, von Ennepe und Volme, zwischen waldbedeckten, von Aussichtstürmen gekrönten Bergen, ist die Pforte des Sauerlandes. Die harte und lärmende Industrie hat den Frieden und die Stille der unvergleichlich reizvollen Umgebung noch nicht verdrängt. Sehen Sie, das ist Hagen, der Schwerpunkt der märkischen Kleineisenindustrie. Der letzte unselige Krieg hatte tiefe Wunden in diese Stadt geschlagen. Aber dank der Tatkraft der Hagener Bürger, der Wirtschaft und Verwaltung ist diese Stadt heute wieder die bedeutendste des südwestfälischen Berglandes. Schon seit dem 14. Jahrhundert wird hier die Wasserkraft genutzt. Und so ist es auch bis heute geblieben. Eine lange geschichtliche Entwicklung, deren Ursprung auf die Ansiedlung der Solinger Klingenschmiede durch den großen Kurfürsten zurückgeht, haben Hagen und seine nähere Umgebung zum bevorzugten Sitz der Eisenwarenherstellung gemacht. Handwerkliche Tradition der Arbeiterschaft, verantwortlicher Unternehmergeist und die verkehrsgünstige Lage Hagens bilden seit jeher die Voraussetzung für die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt. Weit war der Weg vom Wasserrad des Sensenhammers bis zu den gewaltigen Turbinen dieses Kraftwerkes. Von den Eilper Klingenschmieden bis zu den Hochöfen und Walzenstraßen des Hüttenwerks. Eine scheinbar entfesselte Urgewalt, in Bahnen gelenkt durch Menschenhand. Das ist die Geburtsstunde des Eisens. Dank seiner günstigen Lage im Schnittpunkt zahlreicher bedeutender Linien im Eisenbahnverkehr sowie zweier Bundesstraßen ist Hagen heute die Einkaufsmetropole des Sauerlandes. Nach dem Kriege hat sich die Stadt ein völlig neues Zentrum mit breit angelegten Straßen und modernen Geschäftsbauten errichtet. Wesentlichen Anteil am Wiederaufbau hat die Sparkasse der Stadt Hagen. Im 111. Jahre ihres Bestehens errichtete die Sparkasse ein neues Geschäftsgebäude, das sich baulich so harmonisch in die Neugestaltung der Stadtmitte einfügt. Offene Türen geben Einblick in dieses volkstümliche und älteste Geldinstitut am Platze.
Hier in der großen Schalterhalle treffen sich alle Berufszweige, insbesondere aber die vielen kleinen und großen Sparer. Wer fleißig spart, erreicht sein Ziel, denkt Klein Hannelore, die ihre Spardose mit den Groschen und Pfennigen bringt. So spart schon die Schuljugend für die Wanderung, den Ferienaufenthalt oder das Geburtstagsgeschenk für die Mutti. Es spricht sich herum, die Verbindung zur Sparkasse spart Zeit und Geld und fördert das gesunde Geschäft. Ihre Sparkasse gibt fachkundigen Rat, erledigt schnell und zuverlässig alle Geldgeschäfte und gewährt Kredite und Darlehen. Lohngelder wandern hinaus in die Betriebe und dort in die Lohntüte der Arbeiter. Wer wollte die Ein- und Auszahlungen, die Schecks, Wechsel und Überweisungen zählen, die hier täglich verbucht werden? Die moderne Stahlkammer mit ihren Schließfächern schützt ihre Wertsachen vor Verlust durch Feuer und Diebstahl. Eine willkommene Einrichtung, besonders auch für die Reisezeit. Im großen Sitzungszimmer entscheiden die Vertreter der Bürgerschaft über die Gewährung von Hypotheken und Krediten. Das ist die Spardose, der Filmwerberaum der Sparkasse. Hier die allmonatlich stattfindende Auslosung für das Prämiensparen. Es bietet auch Ihnen bei kleinem Einsatz große Chancen. Ja, sparen und gewinnen! Die Sparkasse der Stadt Hagen dient, rät und hilft auch Ihnen. Aber nicht nur Geschäftshäuser wurden errichtet. Rat und Verwaltung gingen mit Energie an die große Aufgabe des Wohnungsbaus. Zahlreiche Siedlungen sind entstanden und schmucke, zweckvolle Volkswohnungen halfen, die grausamen Spuren des letzten unseligen Krieges mildern. Doch ob Neu- oder Altbauwohnungen, unwillkürlich denkt man dabei auch an die Einrichtung seines Heimes. Seit Generationen eines der bekanntesten Einrichtungshäuser im südwestfälischen Raum ist Stallmann in der Rathauspassage. Schöner wohnen und bequemer wohnen. In den 7 Ausstellungsetagen des Einrichtungshauses Stallmann finden Sie eine Fülle von Anregungen für die Gestaltung Ihres Heimes. Erfahrene Fachkräfte stehen Ihnen beratend zur Seite. Klingende Harmonie in Kultur und Geschmack sind der Leitgedanke des Hauses in der Raumgestaltung. Stallmann wendet sich an alle Käuferkreise. Die so beliebten WK-Sozialwerkmöbel helfen auch Ihnen, Ihrem Heim eine persönliche Note zu geben. Aber auch der anspruchsvollste Wunsch findet hier Erfüllung. Wie gefällt Ihnen zum Beispiel dieser Jagdschrank mit wertvoller Intarsienarbeit? Das Einrichtungshaus Stallmann erwartet Ihren unverbindlichen Besuch. Sicher werden auch Sie hier das Richtige finden. Möbel von Stallmann sind Möbel fürs Leben. In der Unrast des Alltags und des Großstadtgetriebes findet der Hagener aber auch seine Erholung. Sei es in der überaus herrlichen, waldreichen Umgebung oder im schönen Stadtgarten, der den Hagenern besonders ans Herz gewachsen ist. Hier herrscht Ruhe und Frieden. Ein Bild, dem sich niemand verschließen kann. Jung und alt aber tummelt sich in den modernen Anlagen des Freibades Ischeland. Hoppla, können Sie das auch? Na, so schon eher. Als einzige Großstadt des Sauerlandes hat Hagen von jeher eine besondere kulturelle Verpflichtung. Diese Aufgabe erfüllt und pflegt die wiedererrichtete städtische Bühne. Ja, man ist beeindruckt von dem Leben und Treiben dieser Stadt. Sein mitreißender Arbeitsschwung besteht aus einer glücklichen Mischung von geschäftiger Betriebsamkeit und natürlicher Lebensfreude. Daneben bietet Hagen wirklich reizvolle Einkaufsmöglichkeiten. Seit 75 Jahren ist das Kaufhaus Neugebauer, vormals Gebrüder Alsberg, die Einkaufsstätte für moderne Textilwaren. Die unübertreffliche Auswahl in Modestoffen ist geradezu außergewöhnlich. In Spezialabteilungen finden Sie erprobte Qualitäten. Teppichkauf ist Vertrauenssache. In der großen Innenausstattungsabteilung werden Sie fachmännisch bedient und beraten. Mit moderner Sachlichkeit und doch mit Anmut können Sie nach persönlichem Geschmack Ihr Heim durch Neugebauer wohnlich gestalten.
Ein besonderer Anziehungspunkt aber für die Damenwelt ist die große Konfektionsabteilung im zweiten Stock. Wenn man all die Kleider, Blusen oder Mäntel zählen sollte, die hier hängen. Und hier eine Betrachtung in Muße. Gnädige Frau, ist dieser Mantel nicht wundervoll? Ja, hier kaufen Sie zu überzeugend vorteilhaften Preisen. Zuvorkommend bedient und durch geschultes Personal, gewissenhaft und fachlich beraten. Ob für Haus, Straße oder Gesellschaft, immer erhalten Sie bei Neugebauer in den groß angelegten Abteilungen die letzten Neuheiten der Mode. Die nach dem erfolgten Umbau entstandene große Passage gibt Ihnen stets einen Überblick über die Leistungsfähigkeit des Hauses. Deshalb beehren Sie schon morgen das Kaufhaus Neugebauer mit Ihrem unverbindlichen Besuch. Die Mittelstraße hat auch wieder ein neues Gesicht bekommen. Schöner und größer ist jetzt das Haus Limke hier entstanden. Hier kauft die praktisch denkende Hagenerin alles, was zum Haushalt gehört. Nach neuzeitlichen Erkenntnissen gestaltete Verkaufsräume gestatten der Hausfrau beim Kauf eine bequeme Übersicht. Unbehelligt können Sie hier betrachten oder sich von geschultem Personal über die neuesten Errungenschaften für den Haushalt beraten lassen. Glas und Porzellan ist die Zierde des Haushalts und ein Stück wichtiger Heimkultur. Reich ist die Auswahl im Hause Limke. Vom einfachsten Teller bis zum feinsten Markenservice. Beleuchtungskörper und Elektrogeräte in den verschiedensten Formen und Ausführungen und zu Preisen, die Fatih auch bezahlen kann. Praktisch und schön für jeden Fußboden ist ein Balatum- oder Stragula-Teppich. Das Paradies für unsere Kleinen aber ist die große Spielwarenabteilung. Alles in allem, Limke ist ein Begriff. Groß die Auswahl, klein die Preise. Von jeher bekannt ist Hagen als die Stadt der Schulen. 40 Volksschulen, 6 Ober- und 2 Realschulen sowie zahlreiche Berufs- und Fachschulen leisten planvoll geleitete Bildungsarbeit und zeugen von dem fortschrittlichen Geist und dem Wiederaufbauwillen, der diese Stadt beherrscht. Ja, überall wird gebaut. Und was zieht er aus der Tasche? Natürlich die Westfalenpost, das Hagener Tageblatt. Aus aller Welt, von nah und fern, laufen die neuesten Meldungen über die Fernschreiber ein. Ein bewährter Redaktionsstab verarbeitet dieses Material aus Welt und Heimat zum druckfertigen Manuskript. Und nun beginnt die Arbeit des technischen Betriebes der Firma Butz. Zeile um Zeile wird in Blei gegossen. Pausenlos laufen die Setzmaschinen. Wahre Wunderwerke der modernen Technik. In der Handsetzerei entstehen inzwischen die Titel- und Anzeigenteile. Geübte Hände bauen aus dem fertigen Satz die Zeitungsseiten. Schnell noch ein Korrekturabzug. Und hier werden unter hohem atmosphärischem Druck die sogenannten Matern geprägt, von denen in automatischen Gießmaschinen halbrunde Bleiplatten gegossen werden. Eine Bleiplatte nach der anderen wird auf die Zylinder der Rotation aufgeschraubt und nun beginnt der Druck. Maschine frei! Erst langsam, dann schneller und immer schneller läuft die gewaltige Maschine. Mehr als 100.000 Zeitungen innerhalb weniger Stunden entquellen ihrem stählernen Leib. Geschnitten, gefalzt und gezählt gehen die Zeitungen hinaus. Denn nicht nur in Hagen, sondern auch im weiten Umkreis des südwestfälischen Raumes warten die Leser am frühen Morgen auf ihre Westfalenpost. Diese Buchstaben prägen sich als Qualitätszeichen immer stärker ein. In der nach modernen und rationellsten Grundsätzen aufgebauten Akzidenzabteilung der Butzschen Buchdruckerei, Hagen, Mittelstraße 22,
werden alle Druckerzeugnisse sowie Flach- und Rotationsdruck in bester Qualität hergestellt. Im Dienste der heimischen Wirtschaft, für den Handel und das Gewerbe, aber auch für den privaten Bedarf werden Drucksachen gestaltet und geliefert. Die Gustav Butz Buchdruckerei erwartet Ihren unverbindlichen Besuch. Dieser kleine Streifzug durch Hagen gab Ihnen einen Hinweis auf Unternehmen, die neben vielen anderen Firmen symbolisch sind für den Wiederaufbau der Stadt. Denn ungebrochen, trotz Krieg und Zerstörung, ist der Lebensrhythmus in der Pforte des Sauerlandes. Möge der herrlich gelegenen Industriestadt Hagen weiterhin Glück und Wohlstand und von nun an Frieden beschieden sein.